Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Haltestelle, dem Straßenbahnmagazin. Wir melden uns heute aus der Straßenbahnwelt in Stuttgart. Hier in dem zweigeschossigen Depot Bad Cannstatt fand in diesem Jahr die große Ausstellung Kleine Bahn ganz groß statt. In diesem Jahr präsentierten sich wieder zahlreiche Vereine aus dem In- und Ausland und mehr als 2600 Besucher sind nach Stuttgart gekommen und haben die Kleinen Bahnen besucht. Und auch wir waren mit der Kamera dabei. In Stuttgart wird heute ein modernes Stadtbahnnetz betrieben. Insgesamt 15 Stadtbahnlinien verkehren in der Schwabenmetropole. Zum Einsatz kommen dabei die Fahrzeuge der Baureihe DT8, die seit den 80er Jahren gebaut wurden. Die klassische Stuttgarter Straßenbahn wurde seit den 80er Jahren von Meterspur auf Normalspur umgebaut und zu einem modernen Stadtbahnbetrieb ausgebaut. Die jüngsten Fahrzeuge auf Stuttgarts Gleisen sind die Wagen der Baureihe DT8.14. Sie werden von Stadler in Pankow gebaut. Die Geschichte der Stuttgarter Straßenbahn kann man heute im Museumsdepot Bad Cannstatt erfahren, in der Stuttgarter Straßenbahnwelt. Das zweigeschossige Depot Bad Cannstatt stammt aus dem Jahr 1929. Der älteste elektrische Triebwagen Stuttgarts ist Triebwagen 222. Das Fahrzeug stammt aus dem Baujahr 1904. Pferdebahnwagen Nummer 20 ist eine Rekonstruktion aus dem Jahr 1992 und wurde einem Originalwagen von 1887 nachempfunden. In der Stuttgarter Straßenbahnwelt sind über 60 historische Straßenbahnen ausgestellt. In der Straßenbahnwelt findet man nicht nur Fahrzeuge aus Stuttgart selbst, sondern auch aus umliegenden Straßenbahnbetrieben, die heute allesamt eingestellt sind. So zum Beispiel aus Esslingen. Klassische Stuttgarter Straßenbahnen waren auch die Fahrzeuge des Typs DOT4, die in den 60er bis 80er Jahren für Stuttgart typisch waren. Die wohl bekannteste Stuttgarter Straßenbahnbauart ist der Typ GT4. Aber nicht nur historische Straßenbahnen gibt es in Stuttgart, sondern auch zahlreiche historische Omnibusse. Von der einzigen straßenbahnähnlichen Überlandbahn Esslingen-Nellingen-Denkendorf stammt Triebwagen 2. Er wurde 1926 gebaut. Aus dem Baujahr 1912 stammt der Triebwagen WN26, ein Fahrzeug der ehemaligen Württembergischen Nebenbahn AG. Im Mai waren die historischen Straßenbahnhallen fest in der Hand der kleinen Straßenbahn. Die jährliche Veranstaltung Kleine Bahn ganz groß machte in diesem Jahr in Stuttgart Station. ...286 Teilnehmer zeigten insgesamt 45 kleine und große Modellbahnanlagen. Mit dabei waren unter anderem die Straßenbahnanlagen aus Bremen, Nürnberg und Magdeburg sowie aus den Niederlanden und aus der Schweiz. Hier ein Blick auf die Anlage der Arbeitsgemeinschaft Spur 0 e.V. Eine Bahnlinie in den USA zum Vorbild hat die Anlage Boscastle Railway. Sie ist im Maßstab 1:87 gebaut. Im Maßstab 1:45 wurde die kleine Anlage Den Haag gezeigt, die sich durch sehr viel Detailtreue auszeichnet.
große Modulstraßenbahnanlage aus Bremen war ebenfalls in Stuttgart zu sehen. An den beiden Veranstaltungstagen kamen insgesamt über 2600 Besucher in die Stuttgarter Straßenbahnwelt. Neben Modellstraßenbahnanlagen wurden auch Standmodelle gezeigt, sowie hier einige Fahrzeuge aus dem Raum Saarbrücken. In Stuttgart waren die Modellstraßenbahn- und Eisenbahnanlagen auf verschiedensten Spurweiten zu erleben, von der großen Spur bis hin zur kleinen, so wie hier in der Baugröße N. Fast 50 Jahre alt ist diese Modellstraßenbahnanlage, die klassisch mit einem Kurbelfahrschalter betrieben wird. Die auf ihr eingesetzten Fahrzeuge sind allesamt Eigenbauten. Noch im Bau befindlich ist die Anlage der Krefelder Straßenbahnfreunde. Sie zeigt unter anderem das Wendedreieck und das Depot in Hülz. Auf dieser Gemeinschaftsanlage in der Spur H0 drehten die verschiedensten Fahrzeuge ihre Runden. Dabei kamen neben klassischen Fahrzeugen auch Exoten zum Einsatz, so wie dieser Moskauer RVZ-6. Dieses digitale Straßenbahnmodell entstand aus einem Standmodellbausatz vom russischen Hersteller Mod 8600. Auch die Kohlfurter Brücke zwischen Wuppertal und Solingen sowie Motive aus dem Bergischen Land wurden in Miniatur gezeigt. Die Potsdamer Straßenbahn zum Vorbild hat diese Kleinstanlage in der Baugröße H0. Auf ihr drehten die formschönen Niesky-Wagen in verschiedenen Ausführungen ihre Runden. Auf der großen Anlage des Modulbaus Nürnberg drehten unter anderem PCC-Wagen aus Den Haag ihre Runden. In Stuttgart wurde wieder einmal bewiesen, dass eine Modellstraßenbahnanlage nicht unbedingt viel Platz benötigt. Es waren sehr viele Kleinstanlagen, bei kleine Bahn ganz groß zu sehen. US-amerikanisches Flair verbreitet die Anlage von Thorsten Löbel und René Jonzig. Diese Anlage im Maßstab 1:87 hat unter anderem die New Yorker U-Bahn zum Vorbild. Thank you.
Wegen mehrerer Bauarbeiten konnten die historischen Straßenbahnen in Stuttgart an den beiden Veranstaltungstagen nicht eingesetzt werden. Stattdessen fuhr die historische Sonderbuslinie 23E. Zum Einsatz kam dabei unter anderem der historische Omnibus 7177 aus dem Baujahr 1974. Ein Daimler-Benz O317G, der den Spitznamen Gottlieb Schlenkerle trägt. Für die Teilnehmer von Kleine Bahn ganz groß wurde ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten. Unter anderem gab es Rundfahrten mit historischen Bussen und eine Fahrt quer über das Stuttgarter Stadtbahnnetz. Für die Rundfahrt auf dem Stadtbahnnetz kamen zwei Fahrzeuge des Typs DT8 zum Einsatz. Unter anderem ging es für die Sonderfahrtteilnehmer nach Wahringen, Möhringen und nach Feuerbach. Von der modernen Stadtbahn nun wieder zurück zu den kleinen Modellstraßenbahnanlagen im Depot Bad Cannstatt. Insbesondere die kleinen Straßenbahnanlagen zeichneten sich durch sehr hohe Detailtreue aus. Dies betraf dabei nicht nur die Landschaften, sondern auch die Gebäude, wie zum Beispiel dieses Straßenbahndepot mit sehr viel Innenleben. Natürlich durften auch im Kleinformat die klassischen Stuttgarter GT4 nicht fehlen. Auch aus der Schweiz kam eine Modellbahnanlage, auf welcher unter anderem Fahrzeuge aus Basel eingesetzt wurden. Ebenfalls ausgestellt wurde die Fantasieanlage Frankenburg aus Frankfurt an der Oder, auf welcher Fahrzeuge aus verschiedenen Betrieben, alle jedoch in einheitlicher Lackierung, eingesetzt wurden. Zudem verfügt diese Anlage über ein Zeitschaltrelais. Gleich eine ganze Straßenbahnparade zeigten die Spur-2-Freunde aus den verschiedensten Straßenbahnbetrieben. Zum Einsatz kamen unter anderem Fahrzeuge aus Berlin, Leipzig, Nürnberg oder Stuttgart. Auf der Spur-2-Anlage kam unter anderem auch der klassische Berliner Mitteleinstiegswagen mit Lowa-Beiwagen zum Einsatz. Extra für Kleine Bahn ganz groß zeigte sich dieser Stuttgarter KSW-Zug im Jubiläumsoutfit und mit entsprechender Werbung für die Modellbahnausstellung. Gleich in mehreren Ausführungen wurde der Tatra Typ T6 auf der Spur-2-Anlage eingesetzt. Hier unter anderem das Berliner Modell von Jan Ruppert. Dieser Tatra T6 trägt die neueste Lackierungsvariante des rumänischen Verkehrsbetriebs in Ploiesti, bei dem allerdings im Original ehemalige Potsdamer KT4 zum Einsatz kommen. Neben diesem war auch die modernisierte Variante des Berliner Tatra T6 zu sehen. Jens Uschina von den Spur-2-Freunden zeigte dann noch ein besonderes Schmuckstück.
einen Berliner Arbeitstriebwagen, der aus einem Berolinerwagen entstanden ist, und einen alten Münchner Vierachser. Was hier im Modell nachgestellt ist, war in den 70er Jahren bei vielen Straßenbahnbetrieben Realität. Viele historische Straßenbahnen, die heute verkehren, sahen einmal so aus wie dieses Münchner Modell. Mehr als 2600 Besucher konnten in diesem Jahr bei Kleine Bahn ganz groß begrüßt werden. Im kommenden Jahr macht die Modellstraßenbahnausstellung dann Halt in Dresden im alten Schlachthof. Von Stuttgart gehen wir nun nach Hannover, denn die Hannoveraner Straßenbahn feierte das 125-jährige Bestehen der elektrischen Straßenbahn. Zugleich wurde ein oberirdischer Streckenabschnitt zwischen Egidientorplatz und Hauptbahnhof stillgelegt. Es gab zum Straßenbahnjubiläum einen großen Straßenbahnkurse und wir waren mit der Kamera dabei. Am 25. Mai startete der große Straßenbahn- und Buskorso in Hannover. An ihm waren insgesamt 12 Straßenbahnzüge und mehrere Busse beteiligt. Zum 125-jährigen Bestehen der Östra, dem Verkehrsbetrieb in Hannover, wurde der Straßenbahnkorso ausgehend vom Egidientorplatz losgeschickt. Der Korso befuhr die Strecke vom Egidientorplatz über Thielenplatz und Joachimstraße zum Hauptbahnhof. Jeder einzelne Zug wurde am Hauptbahnhof dem Publikum vorgestellt. Im Straßenbahnkorso fuhr auch der Triebwagen 129 aus dem Baujahr 1927 mit, gefolgt vom historischen Dreiwagenzug, bestehend aus dem Stahltriebwagen 187 von 1928 sowie dem Beiwagen 1039 aus dem Baujahr 1929. Ihm schloss sich der KSW-Beiwagen 1063 an. Er wurde 1945 gebaut. Frisch aufgearbeitet präsentierte sich der Credet-Triebwagen 227 des Baujahres 1943. Auch in Hannover waren die Düwag-Triebwagen und Beiwagen für viele Jahre typische Straßenbahnfahrzeuge. Im Korso fuhr der Triebwagen 336 mit. Er stammt aus dem Baujahr 1955. Ebenfalls aus dem Hause Düwag stammen die beiden Großraumwagen 478 und der motorisierte Beiwagen 1464. Beide Wagen werden als sogenannte Breitraumwagen bezeichnet. Der Triebwagen stammt aus dem Baujahr 1957. Der motorisierte Beiwagen wurde 1958 gebaut. Aus dem Baujahr 1962 stammt der Düwag-Gelenktriebwagen 522. Das Fahrzeug vom Typ GT6ER zeigt sich im Zustand der 60er Jahre. Hinter ihm rollte der klassische Düwag-Beiwagen 1513 mit. Auch er wurde 1962 gebaut und zeigt sich im Zustand der 80er Jahre. Auch die modernen Stadtbahnen durften beim Korso nicht fehlen. So fuhren unter anderem der Triebwagen 6001, der erste sogenannte Lindwurm aus dem Hause Düwag, des Baujahres 1974 mit. Als zweiter Triebwagen fuhr der Triebwagen 6250 des Baujahres 1992 mit. Der Triebwagen 6250 trug die Eigenwerbung zum 125-jährigen Bestehen der Östra. Angeführt vom historischen Pferdeomnibus setzte sich der Straßenbahn- und Buskorso gegen 10 Uhr in Bewegung. In der Joachimstraße zwischen dem Thielenplatz und dem Hauptbahnhof lassen wir den Straßenbahn- und Buskorso an uns vorbeiziehen. In den Korso reihten sich schließlich auch zahlreiche Busse ein, so wie hier der Gelenkbus 569, ein MAN SG 192. Das Fahrzeug stammt aus dem Baujahr 1980.
Gezeigt wurde unter anderem auch ein Mercedes O305 des Baujahres 1979. Der Bus mit der Nummer 7000 war der erste grün-weiß lackierte Bus in Hannover. Der Streckenabschnitt zwischen dem Ägidientorplatz und dem Hauptbahnhof wurde nach dem Straßenbahnkorso stillgelegt. Er wird durch eine neue Streckenführung ab dem Hauptbahnhof ersetzt. Sie führt durch den sogenannten Posttunnel auf die andere Seite des Hauptbahnhofes, wo die Straßenbahnlinien 10 und 17 künftig ihre Endstelle haben werden. Nachdem der Straßenbahn- und Buskorso an den zahlreichen Gästen am Hauptbahnhof vorbeigezogen war, wurden die Fahrzeuge wieder zu den Betriebshöfen, unter anderem nach Düren und Glocksee, gebracht. Großen Korso am Herrentag bot die Üstra einen würdigen Rahmen zum 125-jährigen Bestehen. Mehr als 20 Jahre stand am Bahnhof in Klingenthal ein Gotha-Zug als Erinnerung an die ehemalige straßenbahnähnliche Kleinbahn. Der Triebwagen selbst war einst in Klingenthal im Einsatz. Die beiden Fahrzeuge waren in einem sehr schlechten Zustand. Ohne größeren Aufwand war ein Erhalt dieser beiden Fahrzeuge nun nicht mehr möglich. Ende Mai bargen Straßenbahnfreunde aus Naumburg noch zahlreiche Ersatzteile aus diesen Fahrzeugen, bevor der Zug dann im Laufe des Julis verschrottet wurde. Die Dresdner Straßenbahn feierte am 3. Juni 50 Jahre Linieneinsatz des Tatra-Wagentyps T4D. Außerdem feierte das Straßenbahnmuseum in Dresden sein 25-jähriges Bestehen. Und an diesem Tag gab es ein buntes Programm, ebenfalls mit einem Straßenbahnkorso. Und auch dort waren wir mit der Kamera zu Gast. In Dresden wurde ein Straßenbahnkorso mit insgesamt 18 Zügen durchgeführt. Den Anfang machten dabei der historische Triebwagen 309 aus dem Baujahr 1902 und sein Beiwagen 87 von 1911. Ihm folgte der historische MAN-Triebwagen 734 des Baujahres 1913. Es schließt sich der große Hecht-Triebwagen 1716 mit seinem Beiwagen 1314 an. Dahinter fuhr der kleine Hechttriebwagen 1820 aus dem Baujahr 1938 mit seinem Beiwagen 1135 von 1918. Als nächstes kam der historische Lowa-3-Wagenzug mit Triebwagen 1538 und den Beiwagen 1361 und 1362. Alle Wagen wurden 1956 gebaut. Triebwagen 1587 aus dem Baujahr 1959 war der nächste im Korso. Er fuhr zusammen mit seinem Beiwagen 1413. Schließlich folgte der Gotha Einrichtungstriebwagen 1512 aus dem Baujahr 1960. Dahinter fuhr der historische Gotha Großraumzug mit Triebwagen 1734 und Beiwagen 2015. Schließlich folgten zahlreiche Tatra-Züge. Den Anfang machte der Triebwagen 2000, der Prototyp des Tatra T4D in der DDR. Dahinter folgten der historische Triebwagen 222-998 mit dem Beiwagen 272-105.
Aus dem Baujahr 1986 stammt der Prototyp des Tatra T6A2, Triebwagen 226001. Es folgte die Kinderstraßenbahn Lottchen mit dem Triebwagen 201-204. Der Wagen stammt aus dem Baujahr 1975. Noch regelmäßig im Linieneinsatz anzutreffen sind die modernisierten Tatra-Wagen. Ein Dreiwagenzug fuhr im Corso mit. In der vorletzten Sendung ausführlich vorgestellt wurde der Niederflurwagen 2625 im Jubiläumsoutfit. Zum Tatra-Jubiläum kam ein Gastfahrzeug, der Triebwagen 1600 aus Leipzig, der offene Leipziger. Es folgte der Schienenschleifwagen 201002. Der Tatra-Wagen stammt aus dem Baujahr 1975. Ihm folgte der Fahrleitungsmesswagen 201-122. Der Triebwagen mit dem Spitznamen Tigerente stammt aus dem Baujahr 1970. Am Schluss des Kurses fuhr der Winterdienstzug mit den Arbeitstriebwagen 201-008 und 009 sowie den Schneeräumer 251-401. Die beiden Tatra-Triebwagen stammen aus dem Baujahr 1981. Nach der großen Straßenbahnparade auf der Wilsdorfer Straße fuhr der Straßenbahnkorso zum Betriebshof Drachenberge. Dabei befuhr er die Strecke vom Pirnaischen Platz über Carola-Brücke und Albertplatz sowie Bahnhof Neustadt bis zum Museumsdepot in Drachenberge.
Museumsdepot Drachenberge gab es einen großen Öffnungstag, bei welchem das 25-jährige Bestehen des Museumsdepots sowie der 50-jährige Linieneinsatz der Tatra-Wagenbaureihe T4D im Vordergrund standen. Zahlreiche Tatra-Wagen waren ausgestellt und es wurden zahlreiche Rundfahrten angeboten. Abgerundet wurde das Programm durch zahlreiche Sonderfahrten mit verschiedenen Tatra-Wagen, unter anderem auch mit dem offenen Leipziger. Der offene Leipziger war eigens für das Doppeljubiläum an Dresden ausgeliehen worden und für 3 Wochen dort im Einsatz. Einst besaß die Straßenbahn in Dresden einen stattlichen Wagenpark aus Tatra-Fahrzeugen. Insgesamt wurden nach Dresden 572 T4D und 249 Beiwagen des Typs B4D geliefert. Hinzu kamen je noch ein Prototyp-Großzug und ein Nullserien-Großzug der Nachfolgebaureihe T6A2, B6A2. Heute kann man in Dresden noch etwa 20 Tatras im Liniendienst antreffen. Darüber hinaus werden noch zahlreiche Tatra T4D als Arbeitswagen eingesetzt. Neben den zahlreichen Straßenbahn-Sonderfahrten wurden auch Rundfahrten mit dem aus Chemnitz angereisten Icarus 280 angeboten. Äußerst beliebt bei den Straßenbahnfreunden waren die Rundfahrten mit dem offenen Leipziger durch Dresden. Thank you.
In Dresden werden auch in den kommenden Jahren die letzten verbliebenen Tatras noch für den Linienverkehr benötigt. Und das 50 Jahre nach ihrer Indienststellung, bevor sie bis spätestens 2022 durch neue Niederflurbahnen abgelöst sein sollen. Und damit sind wir auch wieder am Ende der Sendung angekommen. Jetzt gibt es noch einige Impressionen aus Brandenburg-Havel, denn auch dort gab es ein kleines Straßenbahnjubiläum, welches mit einem Tag der offenen Tür gefeiert wurde. Die nächste Ausgabe gibt es dann im September. Bis dahin, machen Sie es gut. Der kleine Verkehrsbetrieb in Brandenburg-Havel mit seinem heute etwa 16,3 Kilometer langen Streckennetz veranstaltete am 1. Juli einen kleinen Tag der offenen Tür zum 120-jährigen Bestehen des Betriebes. Die Veranstaltung fiel allerdings relativ klein aus. Dafür waren die Sicherheitsvorkehrungen umso größer. Derzeitig in Aufarbeitung hingegen ist der Gotha-Triebwagen 125, der in der Vergangenheit als rollende Blumenschau unterwegs war. Der Triebwagen soll wieder für den Personenverkehr hergerichtet werden. Zum Tag der offenen Tür gab es Rundfahrtmöglichkeiten mit zwei historischen Omnibussen. Außerdem konnten die Werkstätten besichtigt werden. Auch die Modellstraßenbahnanlage des Straßenbahnvereins wurde gezeigt. Von den historischen Straßenbahnen von Brandenburg war lediglich der Lowa-Triebwagen 42 im Einsatz. Er pendelte im Halbstundentakt zwischen Betriebshof Hohenstücken und der Schleife Waldcafé Görn.